Au, 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 au. Ah. Okay, jetzt hat's erstmal. Au. Ah. Nee. Ah. Ja. 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 Okay, nein. Spaß, Spaß, er hat ernst, kommt rein. Ich höre Lava. Nice, nice, nice. Nice, 6 Diamanten. Das war einfach nur nice. Das war hammergeil. Das war nice. Das war einfach nur geil. Ja, ich freue mich gerade innerlich so, obwohl man es mir vielleicht nicht anhört. Ich freue mich so. Es ist so ein emotionaler Moment. Freudentränen kommen auf. Und Eisen, das ist auch praktisch. Und ich glaube, momentan habe ich mehr Diamanten als Eisen. Das ist irgendwie komisch. Okay, 6 Eisen. Oh. Ich wusste doch, dass hier Lava ist. Ich wusste es von Anfang an. Hier überall ist nur Lava. Ich wusste es doch von Anfang an. Oh, oh, fällt. Ja, dann gibt's ja noch, ich habe jetzt noch ein Thema gerade so gefunden, Sportarten. Mich würde jetzt auch mal interessieren, was ihr so gern für Sportarten macht, denn es gibt da viele verschiedene, die meisten, denke ich, stehen, also Jungs, stehen immer so auf Fußball, speziell so kleinere Jungs, aber auch die größeren. Und, ja, ich hatte bis vor ein paar Jahren, also bis vor einem Jahr ungefähr auch noch Fußball gespielt. Alter, leck mich mit diesem verkackten Lavafluss. Und ja, ich hatte halt Fußball gespielt und jetzt habe ich das halt auch aufgehört. Denn ja, die ganze Mannschaft. Alter, ich habe mich gerade erschrocken. Denn die ganze Mannschaft hat sich dann halt auch aufgelöst und das hat dann halt alles keinen Spaß mehr gemacht und so. Und ja, jetzt habe ich neuerdings auch Basketball angefangen. Und an die, die jetzt denken, dass ich ein kleines, hobbyloses Kind bin, das fett aussieht und keine Hobbys hat außer zocken und auf die Hauptschule geht, leck mich am Arsch. Ich gehe nicht auf die Hauptschule. Und ich bin auch... okay, ich hab schon... ich bin nicht fett, aber ich bin auch nicht schlank. Also, ich bin so mittel. Also, ja. Und ich bin auch kein Hauptschüler. Ich bin auf dem Gymnasium. Und... das regt mich auf. Ich bin auf dem Gymnasium und ich bin auch relativ im guten Zweierbereich. Also für die, die jetzt das halt gedacht haben, ja, habt ihr falsch gedacht, könnt ihr euch abschminken. Und ach, wie gut, dass man mir hat. Ja, also hauptsächlich wollte ich hier Kobbel fahren. Für die auch nochmal, für die dämlichen Cobblestone sind Pflastersteine. Wenn ich mich da nicht irre. Oh, ja. Ich habe auch noch andere Hobbys, außer einfach nur zocken und Basketball spielen, wovon ich auch öfters rede. Nein, ich spiele auch Gitarre. Ich lese auch ab und zu mal. Also lesen ist jetzt nicht mein größtes Hobby, aber ich tue es. Dann ist noch geht noch viel Zeit für die Schule weg von mir, Hausaufgaben machen, dann für die ganzen verkackten Arbeiten, Kabeltests und so lernen. Und ich möchte auch nicht irgendwann so halt, keine Ahnung, als Teilzeit-Türken Dönerverkäufer da enden. Ich weiß nicht, ob die viel verdienen, keine Ahnung. Aber ich mache mir auch ein bisschen Gedanken über meine Zukunft. Also was ich mal überhaupt werden will und so. Und ich mag, und es ist nicht so, dass ich hier Scheiße ohne Ende baue. Okay, ich baue schon Scheiße. Ich lache auch viel. Und vor allem bin ich gay. Okay, nein. ja, also ich mache mir auch schon Gedanken darüber. Und anstatt da halt... Ah, leck mich! Schon wieder... Oh. Cobblestone habe ich. Nein, das reicht nicht. Oder... Egal, ich guck mal, dass ich die noch leer mache, die Hacke. Es scheint, ich glaube, das ist für euch ein bisschen langweilig.
Aber... Ach, verdammt, jetzt habe ich... Nein, das geht sogar noch. Wasser war ja vorhin. Ich könnte mir theoretisch einen Cobble-Generator machen. Und wer sagt's denn? Eisen. Morgen bekommen wir unsere englische Arbeit wieder und alle aus der Klasse glauben, wir haben ein scheiß Gefühl. Außer ich und noch ein anderer. Nein, ein anderer und ich. Der Esel kommt immer zuletzt. Nee, der Schlaue. Ja, also ich habe ein gutes Gefühl. Also ich will jetzt mal nicht so irgendwie angeben oder so, aber ich... Das ist jetzt ohne Scheiß, im Englisch bin ich schon immer, hatte ich im Zeugnis immer eine 1. In den Arbeiten hatte ich zweimal eine 2 geschrieben. Das war in der 5. und der 6. Klasse. Jeweils einmal. Und... Verarsche? Seit, ist das neu in dem Update oder warum ist hier so viel Eisen auf einmal? Da ist Lava. Haha, ich hab dich erwischt, du Lappen. Nee, nein. 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 Ich hab mich doch nicht. Okay, gut. Das war jetzt leicht unterteilig. Und ich begebe mich jetzt mal langsam wieder so zum Haus. Und ich nehme jetzt mal an, dass es Nacht ist. Ich könnte auch langsam mal so ein bisschen mit der Inneneinrichtung anfangen. Und die ist für mich auch wichtig. Aber das Chestlager kommt dann nach oben hin. Da kommt dann halt so das Chestlager hin. So. Okay, das ist jetzt. Ah! Fledermaus! Stirb! Bist du? Stirb! Stirb, stirb, stirb! Stirb, gestern, gestern. Ach, leck mich. Ich hasse euch, ich hasse euch. Ich bin offen. Aha. Okay, ich bin kein Tierfeind, ja? Ich lass dich jetzt mal in Ruhe. Aber geh trotzdem sterben. Ja, also das ist schon genial, wenn man das mal betrachtet. Minecraft von früher, nehmen wir jetzt mal an 1.7 und jetzt 1.4, also 1.7 Beta war das damals ja noch. Da habe ich Minecraft bekommen. Und ja, jetzt habe ich ja... Minecraft 1.4, die Vollversion, das ist ja schon die Vollversion, also... Und man merkt da schon eigentlich einen gewaltigen Unterschied. Hier haben wir noch Reisen. Das Glas ist fertig. Und ich mache mir jetzt mal eine Holzaxt. Damit ich entsprechend die Fenster reinscheißen kann. Bin am überlegen, ob ich das so mache, hier so eine Ecke so und das, was so ein Panoramablick ist. Oder sollte ich das irgendwie anders machen? Sollte ich das immer so? Ich glaube, ich mache das mal so. Zwei Abstand. Zwei Abstand wieder. Okay, ich habe jetzt langsam irgendwie Angst, dass ich hier gerade was falsch baue. Wie viel Abstand hatte ich dazu? Ein Abstand, okay. Ein Abstand. Ja, Minecraft ist schon ein geniales Spiel, finde ich. Oh, na klar, da haben wir die Scheiße. Ja, ich habe mich verbaut. Leck mich am Arsch, ich hasse euch auch alle. Dann wird das Fenster halt so groß. Neulich ist das auch so passiert,
mein iPod, bei meinem iPod hat sich der Home-Button eingedrückt. Ich habe mich da erstmal richtig aufgeregt. Und ja, da sollte, also ich habe jetzt noch eine zweite Garantie dazu, also eine weitere Jahresgarantie dazu gekauft. Und ja, die Reparatur sollte angeblich nichts kosten. Ich bin da mir aber nicht so ganz sicher. Und jetzt gerade denke ich so, du wirst, also ich glaube, ich mach das Fenster mal gleich woanders rein. Ich meine die Tür. Ja, hier haben wir sehr viel Sicht auf. Okay, schon, es geht. Sorry, die Fackel muss da mal weg.